Was geht hier vor sich? So, wie viel waren das denn hier? Dreie gleich. Ah, die haben da unten selber Stress. So. Da kriegt man ein charmantes Doppelattentat hin. Sehr gut. Okay, Latouche sehe ich auch schon mal. Müssen wir nur zusehen, dass wir da irgendwo auch noch reinkommen. Vermuten wir hier, die Fenster sind nicht offen. Gucken, wie es hier aussieht. Geschlossen, geschlossen, geschlossen. Jetzt sag nicht, dass wir nur über den Innenhof reinkommen. Auch alles geschlossen hier. Wir werden höchstwahrscheinlich über die den Innenhof rein müssen. Na, gucken wir uns das mal an. Wir können ja da runter auf den Balkon. Müssen aber aufpassen, dass wir halt nicht gesehen werden. So, wie sieht's denn aus mit Berserkerfallen? Haben wir natürlich nicht. Was geht da im Hinterzimmer vor? Wer weiß. Und wenn du klug bist, ignorierst du es. Was ist das? Schau mir das besser an. Teufel, noch eins. Tremblay! Wer hat gesehen, was hier los war? Ja, nicht viel. Nicht viel, da drüben sind keine. Sehr gut. Was muss ich eigentlich machen? Nur, dass manche Leute nicht mögen, wenn man sich einmischt. Kapiert? Mist! Mist! Hernier! Ich erwisch dich schon! So, haben wir irgendjemand alarmiert, der jetzt hier hochrennt? Eher nicht. Eher nicht. Okay, alles klar. So, dann wollen wir mal. Also Latouche ist jetzt... befindet sich unter uns. Na dann, auf geht's. Hä? Naja, okay. Hier drinnen seid ihr jetzt mit mir eingesperrt. Das gebe ich nur zu bedenken. Okay, an den komme ich leider nicht so einfach ran, wie ich es vielleicht gerne hätte. Wie sieht's hier aus? Auch sehr entspannt. Und da drüben auf dem Balkon haben wir welche. Ah, ist die Frage, wie wir die eliminiert bekommen. Ich bin unsicher, ob wir die hier eventuell auch schon mal im Vorfeld erledigen sollten oder nicht. Ja, genau. Auf den, der sowieso schon eine Leiche war, schießt du drauf. Alter. Ich wollte doch gar nicht Dreieck drücken. Ah.
Ah, super. Geht doch einen Schritt vor. Ist er in dem verfluchten Nebel verschwunden? Was denn für Nebel? Naja, alles okay. So, dann bauen wir mal. Das Schloss müsste ja jetzt mittlerweile auch einfach zu knacken gehen. Eins. Nein! Natürlich. So, zwei. Na, schauen wir mal, wie wir da drin haben. Belanglose oder heroische Taten handeln konnte. Wer hätte da noch zu glauben gewagt, muss ich die auch noch er würde verfolgen? Mit einer milderen Strafe hört doch auf. Machte er sich der selben Straftat schuldig. Als der Fanatismus entsprungen aus der monströsen Vereinigung von... Wie lange sollen wir noch warten? Und ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Nur etwas länger. Der Großmeister will die Reihen der Politiker richten. Und dann fahren wir auf den Grund des verletzten Aktivitäten. Das lässt sich alles klären. Das schmeckt mir nicht. Der Plan ist viel zu unsicher. Und wir dürfen auch Lafreniere nicht außer Acht lassen, der uns alle ans Messer liefern will. Noch nicht gehört. Die Todesstrafe ist notwendig, sagen die Anhänger der alten ja. Und barbarischen Ordnung. Das wäre ohne sie ließen sich Verbrechen nicht so auf. Ist das mit den Assassinen. Zeigt ihnen eine Templerverschwörung. Sie fragen nicht lange, sondern schlagen sofort Gesetz zu. Im Sinne der Menschlichkeit zu handeln vermag. Kommt, wir wollen den Kapitän beginnen. Der Lebenswille kapituliert vor dem Stolz. Gebieterischsten aller Passionen, die das Herz eines Mannes beherrschen. Immer schön. Was drehen die sich denn um? Was soll das denn? Ah, läuft mal schön weiter. Läuft mal schön weiter. Sag mal, spinne ich? Wie soll ich denn jetzt an denen vorbeikommen? Jetzt sind sie weg. Seid ihr fertig? So gut wie. Das Problem ist, ich kann das den ganzen Tag machen. Aber du? Du hast vielleicht noch eine Stunde, höchstens zwei. Eine halbe mit den scharfen Werkzeugen. Also, warum lassen wir nicht die Spielchen und kommen zum Punkt? Sag mir, wo es ist, und du hast es hinter dir. Was glaubst du, wie spät es heute werden wird? Wie war das? Ihr seid sehr klug. Rui, mach dir sauber, schnell. Komme sofort. Ihr habt das Wiesel gehört. Und jetzt? Ich bin mir unsicher. Warft ihr ihn wirklich aus dem Fenster? Abfall gehört in die Gosse. Fahrlässig. Jemand hätte es sehen können. Wer? Meine Jungs überwachen hier alles. Jeder gute Samariter wird's bereuen. Das hoffe ich. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze Plan wegen eines toten Tagelöhners auffliegt. Okay, an der Leiche sind sie offensichtlich auch mit offenem Auge vorbeigelaufen. Ja, warum nicht, ne? Ja, wie komme ich denn da jetzt rein? Einen Ort finden, um das Treffen zu belauschen. Moment. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug zerstört er sich gegen die Revolution. Im nächsten versucht er bei ihrer Umsetzung zu helfen. Natürlich, Großmeister.
Sie beweisen, hier ist die Verurteilung ist für mich gut. Ich muss sie dringend zum Helden. Große Taten erfordern Geduld, liebe Freundin. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein. Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse, ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld. Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Sivert und den Rohr de Thun bereits. Sivert und der Rohr haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit de la Serres Brut? Wenn sie die alte Garde um sich scharen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle de la Serres macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin. Seinem Treffen mit Monsieur Lafrenière. Leider kann Monsieur Lafrenière hier nichts mehr sagen. Alice! Raffiniert, Großmeister. Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit den Assassinen. Bei allem Respekt. Euer Glück kann ich nicht mehr. So. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Stopp den Spion der Royalisten! Findet den Spion! Ausgänge sichern! Der Spion wird versuchen zu fliehen! Eventuell wird er das. Eventuell ist er allerdings auch schon weg. Ich muss hier einfach nur ein offenes Fenster finden. Irgendwo ein offenes Fenster geben. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Muss ich noch weiter hoch? Findet den Spion! Lasst den Spion nicht entwischen! Ich weiß gar nicht, ob da unten das Fenster offen ist. Moment. Noch eine Phantomklinge. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir. Naja, auf die. Lass den Spion nicht entwischen! Waffe schalten wir um. Luft dagegen, Revolutionär! Ah, komm schon! Ah, voll in die Fresse, ey. So. Tod allen Feinden der Freiheit! Na klar, rollt. Rollt sich einfach weg. Komm schon. Sehr gut. Okay. Auch sehr gut. Na komm schon. Es klettert doch da hoch. Du bist manchmal bist du so ein scheiß Umstandskasten. Whoops. Puh, okay, alles klar. Das haben wir doch gut geschafft. Wir haben jetzt natürlich keine Schützen erledigt, aber so. Aber ansonsten haben wir das doch ganz gut hinbekommen. Aber wir haben natürlich wieder keine entgeltliche Belohnung bekommen. Das stört mich so ein bisschen am meisten. An der ganzen Geschichte. Aber dann ist das halt so. Gut, dann soll es an der Stelle erstmal für die Session gewesen sein. Ich sage herzliches Dank fürs Reinschalten. Ja, und dann würde ich sagen, dann geht's dann halt in den kommenden Tagen wieder weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschö mit Ö.